Berühmter Fan, Beyoncé schrieb Meghan Nachrichten. Herzogin Meghan, 41, bekam starke Unterstützung. 2021 gaben die gebürtige US-Amerikanerin und ihr Mann Prinz Harry, 38, der Talkmasterin Oprah Winfrey, 68, ein brisantes Interview. Die geäußerte Kritik der beiden am britischen Königshaus sorgte nach dem sogenannten Megxit für viel Aufsehen und ebenso viel Unmut. Doch Meghan erhielt auch unerwartete Unterstützung. Direkt nach dem Interview schickte Beyoncé, 41, ihr eine aufmunternde und bewundernde SMS. Kurz nach dem aufsehenerregenden Gespräch mit Oprah schrieb Beyoncé in einer Nachricht an Meghan, wie sehr sie sie bewundere. Für die Herzogin war das ein ganz besonderer Moment. Denn damit habe sie nicht gerechnet. Beyoncé hat mir geschrieben. Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie weiß, wer ich bin, erinnert sie sich in der Netflix-Doku Harry und Meghan. Der Popstar sei überzeugt, dass Meghan auserwählt wurde, um den Fluch der Generationen zu brechen, der geheilt werden muss. Außerdem respektiere sie ihren Mut und ihre Tapferkeit. Ähnlich wie damals das Interview sorgt derzeit die Dokumentation für jede Menge Aufsehen. Die privaten Eindrücke von Harry und Meghan scheinen das europäische Publikum zwar zu begeistern. Doch in den USA fiel der Start der Serie offenbar durch, lediglich rund 1 Million Zuschauer streamten die Pilotfolge.